Hi Leute, hier ist HiCarb Christian. An diese Videoqualität werdet ihr euch jetzt die nächsten paar Wochen leider gewöhnen müssen, weil ich weil ich gerade dabei bin, umzuziehen. Meine Wohnung ist jetzt schon fast leer. Am Mittwoch geht es dann endgültig rüber in die Niederlande und ich mache das halt in zwei Touren. Ich nehme erstmal mein Rennrad mit, weil das am allerwichtigsten ist und dann halt das Wichtigste, was ich brauche in so einem großen Koffer. Und dann irgendwann bringt mir meine Mutter den Rest vorbei mit Sachen, die jetzt nicht so wichtig sind. Von daher, meine Kamera ist, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wo ich die eingepackt habe. Ich weiß nicht, ob die jetzt in meinem schwarzen Koffer ist. Auf jeden Fall ist mein Stativ ist bei dem Haufen mit den weniger wichtigen Sachen und meine Studiolampe ist bei dem Haufen mit den weniger wichtigen Sachen. Dementsprechend, werde ich jetzt entweder nur noch mit meiner normalen Kamera aufnehmen, aber dann ohne gutes Licht oder halt mit dem iPhone. So wie jetzt. Und ich wollte mal ein bisschen was darüber erzählen und ein paar Fragen beantworten, die halt immer wieder kamen. Die häufigste Frage ist halt, ob mir meine Freunde und Familie nicht fehlen werden. Und die ehrliche Antwort ist klar, natürlich. Ich meine, ich ziehe in ein anderes Land, obwohl es halt nur ungefähr 1,5 Stunden mit dem Auto sind von Essen aus, wo ich jetzt wohne. Ist es halt trotzdem doch eine mentale Barriere immer. Es ist so eine kognitive Barriere, weil es halt doch ein anderes Land ist. Allerdings ist es für mich halt so, dass ich mich so lange mit dem Thema beschäftigt habe und ich den Plan ja jetzt auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen habe, sondern ich habe ihn schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ich habe ihn ja schon seit über 2 Jahren, seit 2,5 Jahren ungefähr. Und ich setze ihn jetzt in die Tat um. Und weil ich die ganzen Szenarien schon so oft durchgespielt habe und ich einfach weiß, dass es jetzt das Richtige ist und auch auf Dauer das Richtige sein wird, nicht in Deutschland zu leben, ne? Das Rentensystem kackt irgendwann ab. Ein so ein Grund. Sehe ich halt das trotzdem so, dass die Vorteile, die Nachteile doch deutlich überwiegen. Und weil ich halt immer denke, so, ja, wenn ich Lust habe, setze ich mich in den ICE. Bin in 2 Stunden hier, wenn ich noch umsteigen muss, und kann meine Freunde trotzdem sehen. Die können mich auch besuchen. Von daher sehe ich das jetzt nicht so schlimm. Vor allem, weil ich mich darauf freue, wieder Rennrad zu fahren. Ich habe mir das Rennrad ja gekauft, bevor ich in die Niederlande gefahren bin für das Auslandssemester letztes Jahr und bin dann aber eigentlich nur in den Niederlanden rumgefahren. Und das war einfach so geil, weil man so gute Radwege hat. Man hat überhaupt Radwege, man hat gute Radwege und hier ging es irgendwie immer mehr schlecht als recht in Deutschland. Deshalb ja, ist das was, worauf ich mich auf jeden Fall auch total freue. Auch wenn ich halt extrem viele Sachen regeln musste. Das ist sowieso was, ne? Ich habe ja auch immer von einigen mitbekommen, dass einige auch darüber nachdenken, in die Niederlande umzuziehen. Vielleicht soll ich mal ein Video machen, einfach nur zum Thema, was man alles eigentlich machen muss. Versicherungstechnisch, anmeldetechnisch. Jetzt war es wieder eine ganze Geschichte, sich zur Bundestagswahl anzumelden, weil es nämlich auch nicht automatisch funktioniert. Da muss man auch ein ewig langes Formular ausfüllen. Jo, es ist im Grunde genommen wirklich so, ich sehe es als Verbesserung meiner Lebenssituation in sehr, sehr vielen Punkten. Deshalb, ja, zerfällt es mir nicht so schwierig, auch wenn ich meine Freunde und Familie auf jeden Fall vermissen werde. Dann, habe ich in letzter Zeit extrem viel verkauft. Ich habe nochmal sehr stark minimalisiert. Das heißt, alles, was ich habe, ist eigentlich quasi auf diesem Foto hier drauf. Und 50% davon sind Bücher. Also alles, was in dem großen Pappkarton drin ist, sind nur Bücher. Die Koffer sind jeweils zur Hälfte mit Büchern gefüllt und das ist schon der absolute Minimumbestand. Also ich habe fast keine Romane oder Taschenbücher mehr, sondern es sind alles gebundene Bücher. Irgendwelche Lexika, Fachbücher, die ich zu irgendwas brauche und die ja, kann ich halt nicht einfach verkaufen. Die brauche ich halt und deshalb ist das halt extrem schwer. Geht allerdings auch, weil man per GLS günstig ins Ausland versenden kann. Ich studiere in Utrecht, werde ich in einer WG wohnen und das wird bestimmt auch sehr spannend. Einer ist Amerikaner, bei den anderen weiß ich es nicht, doch ein Amerikaner, ein Albaner. Und dann kommen noch 2 Leute dazu. Aber ja, ich freue mich darauf, weil was anderes kann man sich ohnehin finanziell absolut nicht leisten. In Utrecht. Es ist, sagen wir mal, für so eine 23 Quadratmeter Wohnung halt schon normal 700, 800 € Miete zu zahlen. Und das kann ich mir als Student jetzt momentan beim besten Willen nicht leisten. Deshalb, ja, wird es so WG-technisch, da bin ich auch sehr gespannt. Wie ich das dann auch machen werde mit Rezeptevideos, mit
Kochvideos. Es ist eine sehr, sehr neue WG, es ist in einem unfassbar neuen Gebäude, es ist direkt in der Nähe des Campuses. Dementsprechend sehe ich da jetzt nicht das Problem. Allerdings ist das mit dem Timing wahrscheinlich immer so eine Sache. Vor allem, weil ich ohnehin darüber nachdenke, mir einen Nebenjob zu holen, irgendwie bei Albert Heijn oder wo auch immer. Vor allem, weil ich halt Niederländisch spreche, ist das für mich jetzt auch nicht so schwierig. Ich muss es allerdings erstmal noch so ein bisschen, ein paar Wochen, ne, rausgucken, wie das dann mit dem Studium ist, wie viel Zeit ich da ungefähr investieren kann, damit ich das halt auch realistisch abschätzen kann. Zum Glück habe ich ein Stipendium bekommen. Ansonsten wäre das finanziell sehr, sehr schwierig bei 2.000 € Studiengebühren im Jahr. Ist halt schon was anderes als 300 € plus noch gratis Ticket dabei. So wie das hier in NRW ist. Jo. Das war's zu meinem kleinen Update. Ich habe ja jetzt eine längere Zeit keine Videos mehr hochgeladen, vor allem weil ich auch eine OP hatte im Nacken und deshalb die erste Woche das Gefühl hatte, ich sterbe gleich und das Gefühl hatte, nur noch kotzen zu müssen. Ich bin froh, dass das jetzt weg ist. Morgen werden die Fäden gezogen und dann, ja, hat sich das auch. Jetzt habe ich wieder Elan, die Videos zu machen, vor allem weil endlich so ein Licht am Ende des Tunnels ist. Nach dem ganzen Packen und dem ganzen irgendwas, ja. Geht es weiter in den nächsten Teil meines Lebens? Spannend. Wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare drunter und wir sehen uns ab jetzt wieder regelmäßig. Und bis bald.